Ich begrüße S. Masner. Schön, dass du da bist. Auf meinerseits, ich freue mich, dass ich hier bei dir bin, dass ich das einmal miterlebe. Nach so vielen Jahren, wenn man es immer versucht und wir uns immer wieder unter vielen anderen Überschriften, Vereinen zusammenkommen und sagen, ja, wir müssen mal was machen. Jetzt hat sich das ergeben. Erste Frage, ich würde gerne auch, weil du Unternehmerin bist, aus Fleisch und Blut und du hast dich sehr, sehr früh schon selbstständig gemacht, hast einen Pflegedienst aufgemacht, hast viele, viele Menschen, für die du Verantwortung trägst. Wie ist denn Corona so gerade bei euch? Also Corona bei uns in ambulanten Pflegedienste, es ist ein Neuland, sage ich mal, aber wir können uns nur freuen, weil wir nach Robert Koch Institut Hygienemanagement arbeiteten. Das war für uns natürlich, das Ganze ist vereinfacht. Teilweise, wir waren schon darauf vorbereitet, was Hygiene betrifft. Aber natürlich durch Corona ganze Menge hat sich auch bei uns geändert. Wir wussten auf einmal nicht, wie wir reagieren sollten mit unseren Klienten, rein, raus. Weil bei manchen Klienten sind wir 4-5 Mal am Tag vor Ort. Mhm. Und das war natürlich sehr harte Zeit auch für uns. Und wir haben es aber, ja, über 1,5 Jahre ist es her, wir haben das überwältigt, Gott sei Dank, ohne Corona-Fälle bis jetzt. Wir sind auch richtig stolz darüber, kann ich dafür nur an meinen Mitarbeitern, an unseren Klienten, die alle mitgemacht haben, auf mein Qualitätsmanagement bedanken, dass wir das super bewältigt haben. Meinst du, dass dieses Konzept oder diese Veränderung im Bewusstsein unserer Köpfe, meinst du, das wird unsere Zukunft jetzt bestimmen? Dass nichts mehr so sein wird wie vor 1,5 Jahren? Also ich möchte, meine persönliche Meinung würde ich sagen, es wird nicht sein, wie es mal war. Es wird sich schon, das ist eine Änderung, sage ich mal, so eine Schnittstelle nach meiner Meinung. Wird sich jetzt, also wir arbeiten schon dahin. Es wird sich ganz eine Menge ändern. Zum Beispiel jetzt die Abstände unter der Familie. Früher hat man sich gedrückt. Das vermisse ich. Genau, und dann man hat auch Familie, auch Freunde, hat man wirklich mal das gespürt, warum man sich einfach beim Begrüßen Hand schüttelt oder macht sich drückt. Das ist einfach, das fehlt uns natürlich. Aber jetzt merken wir das und merke ich schon, wenn ich mal Freunde treffe eigentlich, stehen wir schon, also das ist echt Kopfsache, man hat schon diese Meter Abstand. Sogar bei Freunden. Und dann diese trockene Hand. Ja, schade. Aber weißt du, was ich lustig finde, erstmal? Das ist so cool, weil früher wurden Leute dafür belächelt, vor allem wenn du diese Faust, ja? Früher so die coolen Jungs und so von der Straße, die Gangs sich die Faust gegeben haben, hieß es Ghetto-Gruß. Der Witz ist, jetzt macht's jeder. Zeiten ändern sich, meine lieben Freunde. Ja, auch die gut betuchte Gesellschaft von heute gibt sich jetzt die Faust. Tja, so schnell ändern sich Dinge. Wie bist du eigentlich damals selbstständig geworden? Du bist ja, hast ja alles selber aufgebaut, ne? Ja, ich bin alleinerziehend gewesen in der Zeit. Im Haus der Jugend gearbeitet, so eine Kinder- und Jugendarbeit. Ich hatte 2 Töchter. Ja, schon vor der Selbstständigkeit? Vor der Selbstständigkeit. Dann hatte ich noch mein Studium, Fachhochschule Lüneburg, Sozialpädagogen. Das war wirklich ganz schön hart damals für mich als Alleinerziehende. Heutige, was man heute wirklich den Leuten so viel gibt, finanziell kriegen wir jede Unterstützung. Aber damals, 90er Jahre war nicht der Fall, da müssten wir echt hart arbeiten. Und da hatte ich auch mein Studium, dann habe ich gearbeitet, habe ich 2 Kinder. So, irgendwann bin ich irgendwie, 1998 war das, kann ich nicht vergessen, 1.4., da habe ich gedacht, so jetzt würde ich den Schritt machen, mich selbstständig machen, egal was es kostet, ohne Geld, ohne alles. Ja, 1998, 1.4., April-Scherz. Ich habe den Tag extra ausgesucht, habe mich selbstständig gemacht. Ich dachte, ich probiere es einfach mal, springe ich kalte Wasser. Vielleicht schaffst du ja, wenn nicht, ist auch, du verlierst nicht. So, das ist der Pflegedienst, den du noch heute betreibst? Ja, genau. Das heißt, der ist dann immer noch in? Der ist immer noch in AK, Pflegedienst Aslan. In Bergedorf, ne? Ja. Oder irre ich mich? War doch so. In Bergedorf, immer noch. In Lohbrücke, oder? An der Lohbrücke Landstraße. Genau.
immer noch, also seit 1998 an der Lobkuhl-Landstraße besteht mein Pflegedienst heute noch. Ich mag den Platz auch nicht wechseln. Wir sind, ja, es ist mein Zuhause. Mhm. Es ist nicht wenig. Wir sind schon 23 Jahre dort. Boah, lange Zeit. Waren wir Nachbar irgendwie, ne? Glaube ich mal. Ich und du? Wir waren mal Nachbarn, ja? Glaub, kommt schon hin. Ist lange her. Wir waren mal sehr Nachbarn. Lange. Ich habe auch eine Geschichte, die hat Berührung mit Bergedorf und Lohbrügge. Yeah. Lange Geschichte, Leute. Lange, ich sehr möchte auch lange nicht Geschichte. Rum. Aber ja. Aber ja. 98 habe mich selbstständig gemacht. Das war echt super schöne Zeit, auch harte Zeiten. Mhm. Aber wenn ich so nachhinein so denke, Mensch, gut, dass ich das gemacht habe. Ja. Der Laden läuft und meine Mitarbeiterinnen sind schon teilweise Anfang an noch dabei. Ich kann mich nicht beklagen. Also wir sind eine große Familie, unsere Klienten, unsere Mitarbeiter und wir selber. Es ist, wir sehen das nicht als Geschäft, sondern das ist eine große Familie. Das ist die Hauptsache. Und wenn ihr diese große Familie mal online besuchen möchtet, dann geht doch gerne auf die Website www.aka-aslan.com. Dann könnt ihr euch informieren, euch auch mal reinschauen und mal euch durchlesen, was sie alles, was Esma und ihr Team so an Service anbietet. Vielleicht ist ja auch was für euch mit dabei. Wir haben es ja schon vorhin gesagt, Unternehmerin, Schriftstellerin und vor allem Tierschützerin. Es gibt nämlich eine tolle Website von ihr, tierschutz-in-not.de. Tierschutzinnot.de e.V. Also unsere Homepage. Die Website, ja, Website. Achso, okay. War doch richtig. Habe ich jetzt was Falsches gesagt? Nein. Ist doch richtig, oder? Ist richtig. Genau. Und dieser Tierschutzverein, den. Nee, erste Frage, wie kommt man zu dieser ganz, ganz großen Liebe? Weil ich kenne dich, ehrlich gesagt, neben deinem Pflegedienst immer als diese große Tierschützerin. Wie viele Tiere hast du zu Hause? Ich habe zurzeit zwei. Ich Hunde. Hunde zu Hause. Das sind meistens, die hole ich aus der Türkei oder aus dem Tierschutz. Okay. Also ich investiere keine, für mich muss keine reinrassige Hunde sein. Hauptsache hole ich ihn aus dem Tierheim oder von der Straße, die uns brauchen. Okay. Das sind wunderschöne Tiere, liebevoll. Man kann die sehr leicht erziehen, gerade die Straßenhunde sind sehr leicht erziehbar, weil die Not, sage ich mal, diese Notwendigkeit kennen, dieser Hunger, die kennen Hunger, die haben kaum Liebe bekommen. Aber wie ich die, wie war das nochmal die Frage bitte? Wie kommt dein großes Herz für die Tierliebe? Genau. Die habe ich immer gehabt, seit ich mich erinnern kann als Kind. Kann ich mich nur an ein Bild erinnern, meinem Vater, wo ich bin ja in der Türkei geboren. Mein Vater ist immer mal morgens aufgestanden als erstes und für unseren Hund immer Essen zubereitet selber. Daran kann ich mich erinnern, aber denke ich mir, das liegt am Blut. Okay. Also an Familie, an Genen. Ich bin aber generell Tiere, also ich bin viel für Hunde, aber ich liebe alle Tiere, ob Katzen sind, Vögel sind, egal welche. Das heißt, ich muss nicht alles zu Hause haben, die sollen da, die gehören in die Natur, die sollen auch da bleiben. Wir müssen nur dafür sorgen, dass sie überleben. Wenn du immer so Hunde, du sagst, ich hole immer wieder Hunde. Das heißt, du holst und verschenkst sie dann weiter? Oder wie kann ich mir das Nein. vorstellen? Also das heißt, ich habe ja meine, zuerst hatte ich ja einen Hund aus der Türkei geholt, irgendwie über die Straße gelaufen und haben wir mitgenommen. 7 Jahre gelebt, war ja voller Krebs, konnten wir leider nicht mehr retten. Sie ist verstorben. Sie ist im Friedhof Basbüttel. Kleinen Tierfriedhof liegt sie, ich besuche sie immer wieder. Danach habe ich, wir haben einen, so eine Kangal, so eine Mischling. Das sind die Baba-Hunde. Ja, die haben wir von einem. Die Hirtenhunde aus Sivas. Ja. So groß, Wallah. Ich schwör's dir, so groß. Groß wie Schafe. Ey, kein Scherz. Groß wie Pferde. Also wie Ponys. Ponygröße kommt ungefähr hin. Die ausgewachsen sind nur so groß wie Ponys. Wenn ich jetzt mit meinem Gassi gehe und dann, wenn die kleinen Kinder sagen, oh Mama, Ponys. dann kann man nur lachen, süß. Mama, ja. Ponys sind süß. Ja. Nee, aber wie gesagt, den habe ich von einem jungen Mann gerettet. Die haben dann
insgesamt waren bei mir zu Hause 4. Mhm. Ja, die Älteste wurde 15, 14, 10. Leider, das sind alle irgendwie nicht geimpft worden oder nicht, Straßenhunde waren, die haben immer in ihren Genen diese Krebstumorarten. Mhm. Ja, die sind nach und nach natürlich versterben sie logischerweise. Klar. Aber ja, ich habe jetzt 2. Eine habe ich aus Frankreich geholt und eine habe ich aus der Türkei. Dein Tierschutzverein in der Türkei, wie funktioniert der oder beziehungsweise wie bist du da auf die Idee gekommen, da ein Heim zu eröffnen? Also unser Tierschutzverein ist hier in Hamburg, hieß das auch Hamburger Internationale Tierschutz in Not e.V. Haben wir 2017 gegründet hier in Hamburg. Und ich selber seit 2010 oder eigentlich immer, aber so richtig ab 2010 habe ich in der Türkei verschiedene Stadtteile immer was gespendet für die Freiberufler, ehrenamtlich die Tiere versorgen auf der Straße oder Müllendstation. Genau. Da gibt's in Müllhalde. Müllhalde gibt es in der Türkei viel. Ja, jede Stadtteil leider offener. Und da, sehr direkt fast an der Stadt sehr oft sogar leider. Und da sind viele Hunde, Tiere, die auf der Straße sind. Weil sie Futter suchen. Genau. Und habe ich dann, wie gesagt, vielen Menschen, also wirklich die ehrenamtlich arbeiten, geholfen, gespendet. Dann irgendwann, weil ich hier aus der Ort komme, Zorgun, Yozgat Zorgun, da bin ich, ist ja mein Geburtsort, da bin ich viel, einmal ein bis zwei Jahre, ein bis zweimal im Jahr war ich in der Türkei. Ja, somit habe ich die Notwendigkeit festgestellt, dort vom Staat so eine 10.000 Quadratmeter Fläche gemietet. Und dort habe ich eben diese Tierheim gegründet. Es sind aber keine Tierheime, die man sich vorstellt hinter der Gitter. Nein, das ist eher so ein offenes 10.000 Quadratmeter. Die haben wir inzwischen, sind das 20 wie soll ich sagen? Einzelteile? Also ja, Parzellen? Parzelliert, so 20. Mhm. Und dann so Hunde zusammengeführt, so 10 bis 20 Hunde in einer Abteilung. Schwäche, Schwangere oder gerade Welpen mit ihren Mammis. Und sind inzwischen um die 400 Hunde, habe ich dort. Okay. Und sowas spricht hier schnell rum. Klar, und dann kommen noch mehr. Immer mehr. Manche Hunde kommen von alleine und manche bringen ihre Tiere dahin und kommen an. Ja, wir haben die auf der Straße gefunden. Glauben wir nicht daran, aber. Was sonst du machen, wenn da die bringen so eine Hündinnen mit ihren Welpen, die Rüden haben sie rausgesucht, kann man besser verkaufen, gerade von Kangais, und die Rüdinnen, die bringen sie alle mit und geben uns ab. Also Hilfe ist wahrscheinlich für euch immer willkommen, immer, Spende sowieso. Immer wieder. Ich würde sagen, im nächsten Song, liebe Freunde, könnt ihr noch mal vorbeischauen bei tierschutz-in-not.de. Schaut gerne auf der Website vorbei. Und das ist der Tierschutzverein von Esma Aslan. Ja. Und da Hunden in Not helfen. Und da, wenn ihr ein Herz für Tiere habt, spendet doch mal ein bisschen und seid auf jeden Fall einer der Förderer. Unternehmerin, Tierschützerin, Bloggerin, Schriftstellerin über Schriftsteller-Dasein und Blogging werden wir uns auch noch mal unterhalten. Aber ich möchte gerne noch einmal kurz das Thema Tierschutz aufnehmen, weil wir natürlich auch den Aufruf gestartet haben, liebe Freunde, gerne unter tierschutz-in-not.de. Schaut gerne auf der Website vorbei. Vielleicht könnt ihr auch mit einer Euro, ich sage immer wieder, ein Euro ist ein Euro. Ist das? Ja, wenn von meinen 50.000 Zuschauern jeder nur ein Euro spenden, hast du 50.000 Euro. Geht ganz schnell. Super. Was kann man mit dem Geld denn bewegen? Was sind so Dinge, die ihr ganz, ganz dringend benötigt? Und die zweite Frage, vielleicht kannst du das so als Ganzes für mich beantworten. Wie funktioniert das mit so vielen Hunden eigentlich auf einem Fleck 400? Was macht man da mit den Hunden? Super, sehr gute Frage, die ich gerne antworten werde. Also die Hunde, die zu uns kommen, habe ich ja vorhin gesagt, eine Zahl, so ca. 400 Hunde haben wir da. Das sind natürlich keine gesunden Hunde, die zu uns kommen. Das sind meistens verletzte Hunde, kranke Hunde. Die werden als erst ärztlich versorgt, die notwendigsten Impfungen und alles, was sie brauchen. Dann anschließend, wenn die gesund sind, die werden kastriert und sterilisiert, alle Hunde, die wir haben. Okay. Im Moment haben wir noch eine Kampagne gestartet, 40 Hunde, die dringend kastriert werden müssen. Ich habe damit angefangen, es wird dort kastriert, ja, weil ich ja bald wieder da bin.
natürlich die ärztliche Rechnung steigt und steigt. Natürlich mit den Spenden werden Futter gekauft und Arztkosten bezahlt. Aber bei 400 Hunden, ne? 50. Dann hast du aber ganz schön viele Futterkosten. Genau, ich komme nicht gegen an. Das sind pro Tag verteilen wir 15 Kilo Paket. 15 Säcke. 15 jeden Säcke. Tag? Jeden Tag. Und das ist sogar knapp. Weil wir brauchen ja verschiedene Futter. Für Welpen, die brauchen Nassfutter teilweise. Wir haben so viele Welpen, die keine Mama haben, also Mamis haben, Mutti haben. Die müssen wir auch irgendwie da ernähren, dass sie es überleben. Dafür brauchen wir Spezialfutter. Auch für kranke Hunde brauchen wir Spezialfutter. Aber leider, wir haben so große Engpässe, wir müssen natürlich diese Standardfutter kaufen. Und das ist auch nicht unbedingt gut, dass die Hunde danach auch krank werden wieder. Leider. Letzte Frage, wie ist das mit dem Team vor Ort? Also wie groß ist dein Team? Gibt's da sind die alle ehrenamtlich oder werden die alle bezahlt oder wie funktioniert das? Also unser Teamverein ist hier in Hamburg. Wir sind hier ansässig. Rühm ist eine Angestellte, der die Hunde versorgt. Eine Angestellte, 7 Tage die Woche, 10, 12 Stunden arbeitet. Eine Angestellte für 400 Hunde? Ja. Er macht da wirklich alles. Er wird auch über unseren Verein finanziert. Ich habe mich auch erkundigt, das darf ich, sonst jahrelang habe ich privat bezahlt. Mhm. Das macht auch nichts, habe ich gerne gemacht, aber irgendwann hört das Spaß auf, weil ich bin auch abhängig von den Geldern. Ich habe auch anderen Ausgaben, aber wie gesagt, er ist allein da. Er macht sauber, er verteilt Futter, er holt Wasser, macht sauber. Weil wenn wir genug Mittel haben, finanzielle Mittel, würde ich schon noch jemand einstellen. Aber es fehlt Mittel. So, das war doch mal ein offizieller Aufruf nochmal an dieser Stelle. Die offiziellen Mittel, die können ja vielleicht unsere Zuschauer ein bisschen beisteuern. Also ich denke, zur Corona-Zeit unter diesen besonderen Voraussetzungen, Bestimmungen, denke ich mal, ist es noch wichtiger, für die da zu sein, die wirklich auf unsere Hilfe angewiesen sind. Besucht, wie gesagt, gerne die Website tierschutzinnot.de, das Ganze immer mit Minusstrich, und seid dabei. Was ich aber sehr, sehr spannend finde, ist, du bist ja auch als Schriftstellerin und Bloggerin sehr aktiv, hast bis heute 4 Bücher veröffentlicht, eins davon sogar übersetzt, oder? Oder ist noch in der Übersetzung? Ich weiß nicht, ist noch in der Übersetzung. Welches ist eigentlich in der Übersetzung? Yarım Kalan Aşk. Ah, die Liebe zur Hälfte. Und wer übersetzt? Meine Tochter. Ach so, auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Sehr gut, sehr gut. Ja. Erste Frage, worüber schreibst du eigentlich in deinen Büchern? Und man muss hinzufügen, deine Bücher schreibst du ja ausschließlich immer türkisch. Ja. Warum eigentlich? Ich habe angefangen, türkisch. Hm? Zu schreiben und somit, weil ich kann auf Türkisch besser schreiben. Besser in dem Sinne kann ich, was du vorhin gesagt hast, so blumig, türkisch Sprache. deshalb könnte ich, wenn ich mal zum Beispiel, komme ich wieder zurück, so über was ich schreibe. Zum Beispiel, mein erstes Buch ist ja Kurzgeschichten über zwischen Türkei und Deutschland, über Liebe, abgebrochene Liebe, über Trennungen von ihren Eltern, von ihren Geschwistern. Das sind 12 verschiedene Geschichten, die auch teilweise die Wahrheit erzählt. Kenne ich. Die meisten Stories kenne ich sogar. Genau. Und dann habe ich Romane, eine 1970, ohne Kehl. Diese 1970er Jahre habe ich versucht. Der Putsch. Genau, der Putsch habe ich. 12. September. Die Zeit habe ich in die Hand genommen. Eine junge Frau, die aus der Türkei geflüchtet wurde nach Deutschland und ihr Leben in Deutschland als Asylanten, wie sie gelebt hat, was hat sie begegnet. Weil man erzählt viel über Asylanten, die aus der Türkei oder sonstigen Ländern flüchten. Aber wie geht denn denen Leben denn weiter? Stimmt. Es ist nur eine Momentaufnahme sehr richtig. Oft. Richtig. Genau. Ich habe das in die Hand genommen. Würde auch keiner fragen, ehrlich gesagt. Genau. Ich habe das geschrieben. Das ist keine wahre Geschichte. Natürlich, ich weiß nicht, wie ich jetzt sagen soll. Das ist natürlich, was man gesehen hat, was man erlebt hat, was man gehört hat. Und da und daraus hast du quasi deine eigene Geschichte dann richtig entwickelt. Zusammen, zusammengeschrieben. Ja, angefangen hatte ich 2012 habe ich mein erstes Buch
veröffentlicht. Mhm. Das war für mich erste Liebe tatsächlich, so wie eigenes Kind. Das war super, super schön für mich. Dann zwei Jahre später mein Roman, dann glaube ich ein Jahr später meine Kurzgeschichte wieder. Dann hatte ich, schreibe ja weiterhin viele Geschichten, also Gedichte. Habe ich einen Teil davon veröffentlicht. Ja, ich schreibe nebenbei so als Hobby, sage ich mal. Boah, kann man sagen, als Hobby 4 Bücher schreiben ist auch nicht schlecht. Und was ich auch noch kurz anschneiden möchte, also wenn ihr euch dafür interessiert, die Bücher kann man... Darf ich ganz kurz? Natürlich. Bei jedem Buch habe ich gewidmet für meinen Vater, für meine Kinder, für meine Hunde, jedes Buch. Und die Einnahme von meinen Büchern, die sind ja im Internet, also man kann wirklich googeln nach den Schriftstellernamen oder nach den Büchernamen. Im Internet ist überall und auch Amazon kann man überall kaufen. Einnahme geht an den Tierschutz. Habe ich mir schon gedacht bei dir. Ich habe auch nichts anderes erwartet, ehrlich gesagt. Kein Cent behalte ich, alles 100%, was da reinkommt, geht an den Tierschutz. Und wenn man der türkischen Sprache mächtig ist, dann kann man auch deine Blogs lesen. Ja. Du hast ja einen eigenen Blog, Yazar Esma Aslan. Ja, richtig. Worüber schreibst du denn dort? Auch Corona? Über alles. Über alles? Also was so sagen, das ist immer aktuelles. Was jetzt im Moment aktuell war ja Corona, da habe ich viel über Corona geschrieben. Natürlich, ich erzähle nicht, was Corona ist. Nein, das sind die Sache von Ärzten. Ich erzähle nur, wie können wir mit Corona umgehen? Wie sollen wir uns davor schützen oder auf geistig, körperlich? Weil Corona-Zeit, wo Homeoffice war, viele sind zu Hause echt rumgehockt, die Familie sind aufeinander losgegangen, Kinder, Mama, Papa, streiten, Stress, wirklich. Also Psychologie, ja, ja. Klar. Ich habe darüber viel geschrieben, dass die Leute einfach mal bisschen runterkommen. Mhm. Natürlich, wer liest, also ich habe ja auch schon viele, die das lesen würden, aber auf anderen Sachen, so wie Gewalt gegen Frauen, Gewalt, Misshandlungen, Ehen, Beziehungen, Kindern. Kinder, ja, also das ist auch ein großes Corona-Problem gewesen, by the way. Genau, deshalb schreibe ich eigentlich, was aktuell ist, na, über Deutschland, was hier in Deutschland sich bewegt, auch in der Türkei, auf anderen Ländern, auch über meine Reise nach Australien zu meinen Tochter und Enkel, Kind. Die Reise dorthin und wieder zurück, das war letztes Jahr wirklich super, super schön. März, wo wirklich Corona-Ausbruch war, bin ich dann echt riskiert nach Australien geflogen. Hat geklappt. Hat geklappt. Du bist wieder da. Genau, 2 Wochen Quarantäne, habe ich gesagt, kein Problem, ich bin ja mit meinen Enkeln zusammen. Was kann, ich noch? Genau. Nee, super. Ja, das... kann ich nur empfehlen, wirklich, die Bücher sind, zurück zum Bücher wieder, ja, schreibe ich gerne weiterhin, möchte ich Jugendlichen, möchte ich viele Frauen Mut geben, mhm, auf Erfahrungen, die wir gemacht haben als alleinstehende Mama und was man alles bewältigen und machen kann. Esma, ich danke dir vom Herzen, dass du die Zeit genommen hast. Ich weiß, die Zeit würde nicht ausreichen. Wir könnten mit Esma garantiert wahrscheinlich noch 2 Sendungen füllen. Aber wir wollten halt unterschiedliche Bereiche mit dir anschneiden. Umso mehr freut es mich, dass du dir die Zeit genommen hast, weil ich selber weiß, dass du kaum Zeit hast. Aber wenn ihr mal Esma besuchen möchtet, gerne auf ihrer Website, wir haben es auch, glaube ich, eingeblendet, aka-aslan.com oder gerne tierschutzinnot.de. Das sind die 2 Websites. Ist auch gerade wieder eingeblendet. Also schaut gerne dort vorbei. Weitere Informationen oder wenn ihr, wie gesagt, wenn ihr der türkischen Sprache mächtig seid, besucht gerne Yazar Esma Aslan. Ja, dann könnt ihr auch mal ihren Blog lesen. Vielleicht gibt es auch noch die Geschichten zum Thema Australien. Ich danke dir vom Herzen. Ich danke dir auch, dass ich hier war. Wünsche dir ein schönes Wochenende schon mal. Und ich sag's, du bist einer unserer letzten Gäste. Denn Oriental Night, liebe Freunde, wird so bald nicht mehr geben. Also nur noch wenige Wochen. Und dann präsentieren wir in diesem Studio komplett neues Format und darauf freue ich mich mega. Ich sage nur noch, bleibt gesund und bleibt negativ. Tschüss.